Diese Songs hier. Die Cities Skylines Musik ist mittelmäßig aggressiv, aber auch irgendwie beruhigend. Hallo, willkommen zurück. Willkommen zurück. Zur Straßentherapiestunde. Ich baue noch hier einen Parkplatz hin und dann würde ich mal sagen... Lassen wir mal der Natur ihren Lauf. Achso. Für einen kleineren. Ja, und dann werden wir mal falsche Richtung. Wir müssen auf jeden Fall dann gleich noch die Namen hier überall eintragen, nicht, dass wir nachher alles vergessen. Stimmt, ne? Du bist ja so vergesslich. Ich bin leider etwas. Warum bin ich so vergesslich? Vergesslich, vergesslich. Und hier kann auch noch eine Church hin. Ey, that church, my feelings. Verstehst du? Oh, sorry, ich habe gegen das Mikrofon geballert. So, kick it. Hier oben will ich kleine Louis haben, die hier so abluien. Weil hier haben wir jetzt unser neues so Schulgebiet. Schule, das ist ein Krankenhaus. Da ist die Uni. Also hier wird es richtig, sag ich mal, der ganze Bereich. Da wird kein Haus stehen und hier ist es dann flach, damit das alles schön tut aussehen. Schön, you do. So, und der Strom wird sich hoffentlich gleich verteilen. Da nichts, da nichts. Hier vielleicht. Hier, da können die Hausmeister wohnen. So, dann machen wir mal hier. Zack. Offices rein. Werden die jetzt nicht von dem Straßenlärm da gestört? Ist mir Wumpe, Alter. Okay. Ein paar Geschäfte. Also so weit ich meine die Dingens, die Gebäude, die Wohnhäuser. Ja, ich weiß. Du, das, was du sagst, ist ja auch nicht falsch. Aber es ist dir egal. Es ist mir total Wumpe. Okay. Die können mir mal ein gehörig an meinem Bambi lutschen, oder wie war das? Und ja, wir machen noch die öffentlichen Verkehrsmittel, aber da es jetzt vielleicht ein bisschen zu langweilig werden würde und wir ja wollen, dass ihr alle unterhalten werdet. So, Steffen, wo könnte hier so die Main Einkaufsdings? Ja, würde ich sagen, ne? Die große Straße hier, da unten. Machen wir das mal hier so. Da haben wir noch mal ein paar Offices. Achso, und wir müssen gleich dringend, wie du schon sagst, mal die Namen eintragen. Ja, das noch mal gleich. Und Unique Buildings bauen wir vielleicht auch noch mal hin. Also schöne Skyscrapers. Skyscrapers. Na, da baue ich lieber einen Fußweg oder so hin. Hast du eigentlich schon unseren neuen Hausmeister kennengelernt? Ja. Super Typ, oder? Mega lustig. Ja, der hat schon irgendwie super die Sachen erledigt. Ja, total gehört. Krass. Ich habe jetzt wieder Licht im Flur. Ja, habe ich auch schon gehört. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich sag euch, Leute, wenn euch zu Hause irgendwas kaputt ist, stellt euch einen Hausmeister ein. Der macht das. So, hier machen wir mal. Ich pump das jetzt erstmal. Ja, pump voll den Shit. Ich pump das erstmal alles voll. Im Nachhinein kann man ja immer noch abreißen. Na, die Kleinen brauchen wir nicht. Das ergibt keinen Sinn. So. Da wächst ja auch nicht viel hier, ne? Hier. Das machen wir alles. Diese Mucke ist einfach nur sexy. Sexy, ich würde alles für dich tun. Wasserwaffe, nee, du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. So, dann machen wir hier. Licht im Flur, jetzt heben sie komplett ab, ja. Ja. Wir schmeißen jetzt mit dem Geld nur so um uns. So, wir kicken es jetzt hier mal. Gucken uns an. Neue Glühbirne für den Flur, hier, zack, kauf gleich zwei. So, wie funktioniert das denn hier überhaupt? Das ist ja immer die große Frage. Wie gut... Ach, ich muss mir unbedingt mal die Anti-Tweety-App holen. Die Anti-Tweet? Das bringt doch einfach mal überhaupt gar keine Informationen, oder? Ja, das Dumme ist natürlich immer irgendwie das Gleiche. So, was machen wir in der Zeit? Oh, was ist hier passiert? Guck dir das mal an, Steffen. Baumtime. Ist doch, finde ich aber an sich so ganz okay. Ja, also ich finde das auch cool, wenn die mal immer wieder Tree Leaves 2 erstmal. Ähm.
Aber das ist so krass hier. Sehr hübsch. Ja, ein Pass. Das macht man das in echt auch. Ah, Mist, jetzt haben wir hier so eine Delle in der Landschaft. Was machen wir denn da? Oh, vielleicht noch ein paar Mal drauf. Kommt dir dieses Licht auch irgendwie ein bisschen komisch vor? Das ist ein bisschen dämmerig, ne? So, Alter. Tut mir leid, ist mir erst zu spät aufgefallen. Und Schatten, Schatten, hast du einen Schatten, Schatten, Schatten. Ich mach derbe Platten. Du hast gleich einen Platten in deinem Fahrrad! Ja, also falls ihr Musikvideos oder Songs searched, I'm on it. So, das ist jetzt zwar nicht die große Kunst des Dingsens. Des Bäumepflanzens an steilen Felskanten. Ein Wild Simon appears. Aber guck mal. Sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. So, das ist hier ein bisschen waldig. Weil dich niemand liebt, Steffen, deswegen. Deswegen machst du jetzt ganz viel Wald hin. Mhm. So, und jetzt. Schade. Wo ist meine Lieblings hier? Guck mal, den können wir mal nochmal. Bam. Baum Overlord. Ja. Zeig mal die ganze Stadt. Machen wir. Machen wir gleich, ja. Ich muss ja jetzt hier. Wir wollen jetzt hier erstmal gucken. Du musst erstmal ein bisschen farbliche Akzente setzen, ne? Ja. Guck mal hier in der Schule. Schön reinlunsen hier. Ich muss leider gestehen, dass ich ihn sehr wenig gesehen habe, diesen lieben Herrn Johnny. Die Grillshow ist der absolute Oberhammer. Ich glaube, es gibt niemanden, außer vielleicht Vegetarier oder Veganer, die bei dem Anblick von seinen Grill- und Kochkünsten nicht sofort das Wasser im Munde zerläuft. Also, natürlich, ich habe ein bisschen was gesehen, aber er wird ja so sehr gefeiert, da tut es mir immer leid, dass ich keine Zeit habe. Gefeiert, keine Zeit habe. Verstehst du, Steffen? Ja. Ja. Du bist auch immer nur am Party machen. Ich sehe dich immer nur mit harten Cocktails und Koks in der Hand. Ich trinke ja selten Hartalkohol. Ich bin ja ein passionierter Biertrinker, also es. Ja, das soll ja auch erlaubt sein. Genau, also ich trinke ganz gerne mal ein Bierchen, aber es gab da diese WM 2006 und da gab es dieses Eröffnungsspiel. Deutsch. Alter, ich finde das richtig geil. Pass auf hier. Ah, schon ziemlich geil. So, es geht los, Leute. Oh, Stromnotstand hier. Haben wir zu wenig Stromy? Haben wir. Ich glaube, wir haben zu wenig hier Leitungen. Nee, also Dings ist da. Ja, ja, hier, das knüpft doch fast schon. Ja, fast. Ja, 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 ja. Muss ich da jetzt wirklich nochmal eine Leitung? Komm, das machen wir anders. Du, Steffen, in der Mitte. Wird's hier nochmal die kleinen, hier würde ich sagen, kleine rein. Also. Ah, schwarzig! Ah. Hier würde ich wieder klein. What happened? So, das würde ich auch gleich wegmalen. Guck mal. Was habe ich, wo war ich gerade am erzählen? Und WM 2006 im eigenen Land. Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica war es, glaube ich. Und damals hat man noch so Mischen und wie es damals hieß, getrunken. Und so, wie hießen die früher noch? Alkopops? Naja, Alkopops, da waren wir dann doch schon. 2006 ist ja nun auch, ja, okay, erst 9 Jahre her. Also da war ich 16. Das stimmt. Na guck mal, ist dir nicht mal aufgefallen. Ja, nicht schlecht. Und ich habe mich doch während dieses Spiels aufgrund der Euphorie, die im ganzen Land herrschte, doch ein wenig hart mit diesem flüssigen Gold betankt. Und dann war ich ziemlich betrunken. So mit die typischen Sachen wie Filmriss und so. Da habe ich dann nächsten Tag gesagt, weißt du was? Hartalk AD. Also ich trinke mal auch mal ein Schnäpschen so, ne, zum Anstoßen. Das macht man ja auch, wenn man so aus so Familien kommt wie wir, ja, die ja traditionsreich essen und leben, da gehört das natürlich dazu, ne? Abends mal schön so ein Lüder, schön nach dem Essen, so Verdauungsschnaps, hier so ein Williamsbirne oder so ein. Och, du bist auch so ein Williamsbirne-Typ? Ja, so ein bisschen. Hallo, Williamsbirne ist schon was ganz Leckeres. Ja, oder so, was gibt's? Ja, was. Hallöchen, Budi! Ne? Hi! Ah, jetzt hat er die Hand, ich hab nicht. Ja, ich hab sie auch nicht. Ich hab daneben. So. Wir lassen erstmal laufen. Ja, wir lassen mal laufen hier den. Machen wir mal ein bisschen langsam. Lümmel.
So, und darum trinke ich, genau, also klar, mit der Family, mein Oppi hat auch immer schön Schierker Feuerstein, ganz großer. Schierker Feuerstein ist also, das ist einer der besten in meinen Augen. Schlecht. Und der ist halt immer zugegen, dieser Schierker. Und hier in Hamburg, habe ich ja gelernt, trinkt man den Helbing. Das ist sowas typisch. Wieso macht der das? Weil er irgendwie so eine, weil er so eine, so, so eine Mulde aus ist. Wobei, geht auch so, ne? Ja, geht auch so. Wenn man hier, kriegt man da noch irgendwo hin nachher? Ja. So, wir brauchen nämlich, Alter, ist Megusti. So, ah, wir wollten die Dinger endlich mal benennen. Das war ja. So, das war jetzt. Rhein, also wieder Fluss. Minus. Minus? Ja. Wemsen. Und das wird E-M-M-S? Nee, so. W-E-M-S-E-N. I-M-M. Dann ist es doch Wemsen. Ja, stimmt, dann mach mit Doppel-M. Oder? Also, ja, nee, so ist richtig, Wemsen. Würde ich jetzt sagen. Ja, passt. Hokey. Hokey Pokey. Rhein Wemsen. Dann war das hier X-Hamsterdam. Genau. Magst du mal die Maus festhalten gleich? Die rollt hier immer runter. I got it. Also das ist übrigens X-Hamsterdam ist schon... Oh. Das Gesetz, genau. Warte mal, X-Hamster, wird das mit Minus geschrieben? Oder? Als ob du das nicht wüsstest. Nein, weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. So zusammengeschrieben, glaube ich. So, X-Hamster... Ja. Und Amsterdam wird das... Das ist, glaube ich, mit einem M geschrieben. So, ne? Ja. So, sehr schön. Den geht's gar genau nicht gut. Und das da unten wird Hannes Stadt Rostock. Ah, okay. Hannes Stadt Rostock, so. Okay, wir haben es dann doch anscheinend doch mit Ä. Okay, sehr guter Name, ja. Hannes Stadt Rostock. Oder? Genau, Ä oder E? Ä oder E? Dun sagt, es gibt nur Wamsen. Also mit A und es wird englisch ausgesprochen. Wemsen. Gestern, ja. So, aber guck mal, der Verkehr hier. Ist auch egal. Lassen wir das erstmal so. Das läuft schon mal. Das läuft. Wir können auch einfach mal Johnny fragen nachher. Ob es Wemsen oder Wemsen heißt. Da werde ich gar nicht mehr zugegen sein. So, was sagt Stromi-Pomi? Ach, wahrscheinlich doch hier. Da haben wir nichts gebaut. Mit Ä. So, wir haben ja gerade gar keine Nachfrage, darum ist das auch gar nicht mal so wichtig. So, wir haben das gebaut, der, so die Leute, wir fahren jetzt hier rein, das wollen wir mal beobachten. Scheiße, den Typen habe ich verpasst. Wenn hier sämtliche Sonderzeichen ausgegraben, die die Tastatur hergibt. Ist der Mülltruck? Oh, hier ist einer reingefahren, den kriege ich wahrscheinlich dieser nicht mehr. Bastard. Vielleicht kriege ich den so? Nein, er verschwindet einfach. Müssen wir mal gucken, ich will nämlich wissen, wie die sich verhalten hier. Da! Nee, da bin ich. Rechte Spur wird er einschlagen, wer hier reinfahren will. Die wollen alle nicht. Ja, aber da wahrscheinlich einer. Jetzt kommen sie, ja. Nee. Da! Was bist du? Ein Sedan. Fuck, weißt du was? Steffens Karre. Cool. Dann zoom mal ein bisschen näher ran. Ich will sehen, was ich hier ist, hier unter den Arsch bekomme von dir. Oh, ich sieht aus wie ein Taxi, Mann. Steffens. Einhändig schreiben, weil diese blöde Maus immer runterrutscht. So, folgen, follow. Auch geil. Follow. Owner Dexter Crowley, hat er mir das geklaut, das Auto, oder was? So, Steffen. Ah. Okay, er fällt jetzt durch den Tunnel. Lalala. So, fährt jetzt da raus. Gut, dass ich die gemacht habe, damit nicht so viel durch die City fahren. Dann gucken wir mal, wohin fahren möchte. Jetzt wahrscheinlich gleich rechts wieder, oder? Ja. Warum fährt er nicht über die große Brücke da und fährt dann da ab? Hast gesehen, da war auch eine Macke im Dings. So, geradeaus weiter. Um bis nach, jetzt bin ich gespannt, wo der halt hin will. Der fährt doch nicht den Weg um... Doch, wir müssen doch noch eine Abfahrt bauen. Alter Schwede, was okay. Was macht der denn, ey? Ja, und das ist halt ein Weg, den nachher jeder machen wird, der da hinfahren wird. Anstatt natürlich hier oben rumzufahren. Okay, wir müssen noch eine Abfahrt. Oder über die große Autobahn. Müssen noch eine Abfahrt von hier da rein machen. Hier rein. Seltsam.
Oder halt hier runter, aber ich glaube, meinst du hier runter? Wollen wir es nochmal tryen? Ich glaube ja. Try's out. Du kannst ja währenddessen laufen lassen. Oh, meine Hose ist ganz nass. Verstehst du? Laufen lassen. Ich möchte mal einen Counter haben, wie oft ich zu dir sage, verstehst du? Verstehst du? Au! Oh, mein Rücken! Oh Gott! Was ist denn da los? Ich sage ja auch immer, ein Rücken, auch ein Rücken kann entzücken. So, already occupied. Was? Ja, es fehlt noch ein bisschen Strom, aber wir hoffen, dass sich das gleich automatisch regelt. Indem nämlich die Gebiete entstehen. Oh, Schweinekot hier, schon wieder. Was ist denn hier los? Oh, hier ist total die Mangel. Wir können natürlich auch Einbahnstraßen machen. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Was ist denn hier los? Oh ne, die sind glaube ich gar nicht am Snap. Oh yeah, Balu. Oh yeah, Balu. So, da entsteht jetzt so ein Ding, das ist aber in Ordnung an der Stelle. Oder? Der hier muss natürlich an der gleichen Stelle einkriegen. Oh. Nicht snappen. Nein! Oh, krank macht mich das schon wieder. Ja. Nice. Der Hannes hat es einfach drauf. Was hast du eigentlich drunter? Habe ich gerade was gelöscht? Ich gerade versehentlich was gelöscht? Ich habe dieses Geräusch gehört. Boxershorts habe ich drunter. Echt? Muss gerade nochmal gucken. Aber ich dachte, du trägst so Herrenslips. Weißt denkst du wirklich, ich bin ein Herrenslip-Typ gewesen? So diese einangenehmen Boxershorts oder wirklich so weiß Feinripp? Nee, schon so zweifarbig, was so Kids tragen, so blau-grau. Ja, das ist schon, weißt du, wo dann vorne der Schniepi ist? Hast du deine Schlippi gelaufen? Ja, Familie Zerbst aus. Ja, testen wir das mal. Ach, es lief jetzt gerade nicht. Jetzt müsste der Wichser, der hier eben noch da lang gefahren ist, müsste hier eher rechts und dann dahin fahren. Und dann fährt er hier und da. Das könnte funktionieren. So, was geht denn hier in Rheinwämsen? Also, ach so, wie war das jetzt? Mit E. Mit E wird das geschrieben. Ich würde mal E geschrieben. So. So, wie läuft das hier eigentlich so? Da fährt kaum einer bei hier natürlich. Da wird es mega Stau geben. Vielleicht. Hier? Hier wird es derbe Stau geben. An einem bestimmten Punkt müssen wir einfach sagen, dass wir dann, dass uns dann auch völlig egal ist. Geilstes Spiel ever. Ja, es ist also wirklich krass, wie mich dieses Spiel auch entertaint und immer noch, einen oder anderen wie dich vielleicht auch. Vielleicht müssen wir auch hier noch eine von der Seite machen. Was passiert denn, wenn wir hier... Oh, da haben wir aber kaum Platz. Nein, McMuffin, wir haben uns kein Geld ercheatet. Das nennt man Mods. Mods. Hör auf zu... Ist also quasi legal. Hör auf zu modden. Hör auf zu modden, du Modder. Pass auf, was wäre denn, wenn wir jetzt hier... Oh, schweinig. Dieses Wort Schwein, ne? Das Schwein. Das ist irgendwie in meinen... Ich kann das Verkehrschaos schon förmlich spüren. Ja. Da sollen sich Zukunftssteffen und Zukunftshannes drum kümmern. Jetzt seid doch nicht so. Hier entsteht Kunst. Das muss nicht immer funktionieren. Wo kommen die denn dann jetzt raus? Machen wir es mal so. Das ist da wieder so ein komischer... Wo kommt der denn? Ich sehe da nichts. Ich sehe da gar nichts. Ja, okay, das kommt nicht. Nichts. Ich sehe da ja nichts. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Weiß ich auch nicht. Ist alles super. Nächstes Mal mit Beulen könnte man jedes Problem lösen. Mit Beulen und mit Keulen. Beulen. Mit Beulen und mit Keulen kann man jedes Problem lösen. So, zack. Damit haben wir, glaube ich, nämlich jetzt ein paar Probleme, einen Gelöstigten.
Hoffen wir doch mal. Sehr hübsch aus. Reinwemsen wird langsam. Ja. Hast du hier unten überhaupt schon Bereiche vergeben? Auf den anderen Inseln? Ja, wie? Die haben Exit. Die haben alle schon. Nee, ich meine, ob du da schon hier Wohngebiete und sowas definiert hast. Stockholm, vielleicht läuft das nicht. Vielleicht gibt es Hilfe mal. Ich habe ja noch nicht, ich habe ja noch nichts hingesetzt. Du hast doch noch Niederlands gebaut. Geboven. Ja, ich habe hier. Hier ist Stockholm, Finnish, sonst was. Okay. Und hier habe ich, ja, so UK, Stockholm. Also, das ist alles so ein bisschen old but gold ist. Ja, aber geh mal auf die Bauansicht, wo du quasi hier die. Genau. Hier unten hast du nämlich noch gar nichts definiert. Noch keine. Was Bereiche. Hier? Ja. Ja, aber du das siehst ja, dass nicht ja, okay. mal hier was hinkommt. Ja, also, recht. Man, Steffen. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Warum aber geht denn jetzt der Laptop hier nicht mehr an? Das geht doch schon mal ganz gut ab hier. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Wahrscheinlich, weil in unserer Arbeitsgruppe wieder The Spring Residence. Hä, was habe ich denn hier? Habe ich das bedingst? Ja, stimmt. Ich habe gesagt, hier kann der Hausmeister leben. Mein Laptop hat sich irgendwie gerade neu gestartet. Ich kann leider den Chat nicht lesen. Oh, Shetty. Shetty Galetti. Machetti oder was? Machetti. So, was ist euer Problem? Not enough workers. Ja. Stellt euch nicht so an. Low density, not enough workers. Ja, also. So, jetzt gehen wir mal hier auf unseren Lieblingsknopf. Ja, das ist ja natürlich irgendwie klar. Was aber momentan auch noch okay ist. Es läuft ja auch flüssig. Eben. So. Hier ist natürlich nicht viel los, weil einfach. Wollen wir hier einfach schon mal ein paar Sachen setzen? Ja, gerne. So, da haben wir gesagt, kommerzial. Falscher Knopf. Ich glaube, das wird hier ein bisschen zu heiß. Muss ich den Laptop irgendwie hier hinstellen? In deiner Nähe, du. Ja, ein bisschen heiß hier. Ne? Gunnar hat gestern schon mit seinem heißen Tee hier so ein Stück Leder weggebrannt. Echt? Ja. Ich sehe jetzt hier so einen Tassenabdruck drin. Ach, Gunnar, die alte Flunner. Der ist echt, also. Dieser Gunnar. Ach, Scheiße, habe ich es jetzt nicht falsch rum gemacht? Wollte ich nicht eigentlich hier Gebäude. Ach, egal, weißt du was? Die sind immer nicht so arm, die Pieps. Und mit Pieps meine ich Leute, weißt du? Die Leute. Ey, Leute. Ey, Leute. Ich habe eher an. Die Leute wollen das, was passiert. Die Leute haben das fast kapiert. Kennst du nicht? Fanta 4 oder sowas? Nee, 5 Stars Deluxe. Sterne. Alter, habe ich hier kein Park hingesetzt? Es ist. Hier dürfen die Leute sich nicht entspannen. Gimme a pork, gimme a pork. Gimme your pork. Gimme your pork. Gimme your pork. Gimme your porn. Gimme your. Füge irgendwas. Laufen, Sets geöffnet. Oh, falsche Seite schon wieder gescrollt. Oh. Ich hab so Bock, dass das hier alles wächst. Und ich hab auch mal Bock, falls ich mal irgendwann ein bisschen Zeit finde, richtig Bock, mal Bäume und alles hübsch zu machen. So, der Chat ist back. Woohoo! Chat, welcome back. Welcome back, Chat. Es ist zu eng gebautigt. Oh. Gibt's demnächst Raketenglühwein? Das wäre. Alter, Glühwein habe ich bisher. Heute Abend bin ich zum Glühwein trinken verabredet. Glühwein ist auch so eine. Ist das so ein typisches deutsches Getränk? Wird das auch woanders getrunken? Puh. Du fragst da. Ne? Ist mir jetzt mal so eingefallen. Also bestimmt halt so hier in der Schweiz, Österreich bestimmt auch, aber so, sonst. Ach so, das ist so ein Typ. Ja, ich kann mir auch vorstellen. So die Franzosen würden uns wahrscheinlich dafür lynchen, so nach dem Motto, ihr könnt nicht einfach scheiß Wein heiß machen. Ja. Ihr Penner. Aber es ist auch gut möglich, also das könnte ich mir auch so in Schweden, Norwegen, also in den Skandinavien, könnte ich mir das auch vorstellen. Hey Steffen, kann es sein, dass eine Hälfte des erhöhten Kreisverkehrs vollkommen sinnlos ist? Momentan noch. Ja, ja, natürlich. Aber wenn wir jetzt sagen, hier haben wir ein Gebiet, dann können die Leute da, ohne auf den High. Alter. Eieieiei, da kommen aber einige. Da kommen auch einige. Oh. Vorher nochmal eine Abfahrt bauen oder so? Die da, also, dass sie quasi von rechts gleich hier nach Rhein-Wemsen rein können? Hier, ne? Wobei, dann wird das wahrscheinlich verstopft werden, ne? Naja, aber der hier, der Zubringer, bringt die ja schneller dahin als jetzt durch die Mitte. Ich glaube, du könntest recht haben.
Weißt du was? Wir bauen einen Tunnel. Name für Raketenboden. Hallo Axel! Hallo Axel! Name für Raketenbodenglühwein, Raketenglut von Bot Awesome. Ich werde das mal dem guten Hauke pitchen. Gucken, was er dazu sagt. Aber natürlich kein Recht landet bei dir. Natürlich nicht. Zu Recht. Zu Recht. So, wo landet die Straße? Ah, viel zu weit. Die muss ja viel, viel weiter hier vorne sein. Nein, Schweineglut! Jetzt habe ich das Wort Glut. Ich habe hier versehentlich den Rainer geschimmelt. So. Achso, und ich wollte noch gucken, die Abfahrt hier, hatte ich in die Richtung gebaut? Ja. So, wir müssen hier früher eine Abfahrt biauen. Und zwar ab hier. Ja, aber dann fahren die doch alle da runter, oder? Nein, 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 nein. Nee? Nein, 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 nein. Dass er es gerade automatisch gemacht hat, wow. Was ist denn hier groß? Auf jeden Fall nicht dein Schneepi. Schneepi finde ich jetzt auch ein geiler, das ist auch ein schöner Name. Geiler Ausdruck dafür. Schön den Schneepi. Kommt noch ein WC3 Couch on Couch mit mir? Nee. Ich bin der schlechteste WC3-Spieler aller Zeiten. Also ich kann ein bisschen StarCraft 2, aber WC3 ist, ich habe nur Fun-Maps früher gespielt. Auf den LAN-Partys und bei den richtigen Matches nur auf den Sack gekriegt. Oh, Werbung! Hannes, wir haben fast die Werbung verpasst. Ach, noch nicht. Wir machen hier schon den Eddie, oder was? Ja, dann mache ich schon Weil Eddie, der redet ja auch mal 8 Stunden weiter, obwohl er schon seit 44 Stunden steht Werbung. Ja, Eddie, das geht an dich. Eddie, es geht an dich.